So, herzlich willkommen, meine Krieger und Krieger, zurück zu Sunkenland mit dem Floki. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Hallöchen, Popöchen. So. Wir sind, auch wenn wir es schon seit Stunden machen, aber wir sind immer noch am Vorbereiten tatsächlich. Oder halt am Weiterverarbeiten der Gegenstände, die wir bekommen haben. Fisch soll ich braten, meinst du? Ja, warte, aber ich, ich habe hier noch Fisch, den kann ich hier auch wieder reinlegen. Brauchst du die Angelköter eigentlich noch für irgendwas? Köder, nicht Köter. Die Angelköter. Die Angelköter. Die Angelköder, nee. Angelköder. Ich glaube, die brauchen wir gar nicht mehr, ne? Okay. Gut. Die sind wirklich genau die gleichen, außer die Hose. Das heißt, wir brauchen eine Polizeiweste, Polizeihelm, Spezialeinheit. Den Rest können wir weghauen. Aber wir haben den Polizeihelm. Haben wir? Ja. Oh. Kaputter Polizeihelm, okay. Boah, ist mir heiß. Trotz Ventilator, Alter. Hey, und was hättest du gebraucht? Farbe. Nee, Deko. Einfach irgendwelche Dekorationsartikel. Aber Farbe brauche ich. Also, wenn du Farbe kaufen kannst. Wie irgendwelche Dekorationsartikel? Ich hätte gerne mehr Deko. Oh, mehr. Ach, und du hast die Dekokiste schon aufgebraucht? Nee, das nicht. Aber sind jetzt nicht solche Sachen dabei, wo ich mir sage, jo, okay, geil. Könntest du, pass auf, ich habe jetzt noch unten in der Tonne ein bisschen Deko gehabt. Ich bring dir die mal hoch. Wenn du Deko nicht brauchst, kannst du die unten in die linke leere Tonne reinpacken? Mhm. Wenn der Treibstoff hier leer ist, dann mal kurz leer lassen. Oh, man kann Deko im Recycler verarbeiten. Nein! Machen wir nicht. Floki. Hör auf. Es bricht ein neues Zeitalter des Wohlstands an. Was machst du? Nix. Wie, du verballerst meine Deko, dann bring ich dich um. Dann werde ich dieses Projekt sofort verlassen. Was? Ja. Na, dann hat's wenigstens mal Erfolg. Was? Okay, ich habe ein Massiv-Holzregal in den Recycler gepackt und habe ein Massiv-Holzregal zurückbekommen. Wenn ich den Spielzeugbär reintue. Mama, irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Ich brauche die Stahlbarren. Guck mal, fällt dir was auf? Hast du den Stahlbarren jetzt geklaut? Ja, warte. Wo ist er hin? Ach, hier. Fällt dir was auf? Das Fenster? Nee. Kleiner, schmaler, länger. Nein, nicht der. Achso. Kleiner, schmaler, länger. Es ist größer geworden. Nee. Guck mal, ich habe die Kabel an die Decke geklatscht. No way, wie hast du das gemacht? Ich habe einfach geguckt, ob ich das Kabel an die Decke klatschen kann und das geht. Ja, das ist ja mega geil. Ja. Ehrenfloki. Oh ja. Ehrenstammführer. Ehrenstammführer. So, dich packe ich wieder hier rein. Eieieiei. Ich glaube, ich sollte fokussierter Dinge machen. Ich will immer so viele Dinge gleichzeitig tun, weißt du? Mhm. So, ich will kochen, währenddessen alles einschmelzen, dann vergesse ich immer Dinge, die ich machen wollte. Mhm. Und dann komme ich gar nicht voran. Gar nicht. Gar nicht. Gar nicht. Quack. Weil primär würde ich gerne diesen elektrolytischen Ofen bauen, um zu sehen, was man denn da machen kann mit dem. Aha.
Okay, du hast Glück, Floki. Ich hab Glück. Ja, ganz was Neues. Ja. So, wie spät ist es? 12.38 Uhr. Ich geh noch mal kurz sammeln. Tschüss. Wo soll ich dir die Deko hinpacken? Oben in den großen Schrank. Oben in den großen Schrank? Ja. When you know what I mean. Es ist dir nicht aufgefallen, oder? Was denn? Ja, es ist dir offensichtlich nicht aufgefallen. Was ist denn? Ich dachte, dass du aufmerksamer wärst. Beziehungsweise nachtragender. Keine Ahnung, was du gerade meinst. Aber du wirst es rausfinden. Sobald ich es gemerkt habe. Also. Was hast du denn getan? What have you done? Sarah Connor? Also vor ein paar Folgen, Floki. Mhm. Da hast du mir einen Antrag gemacht. Ja, den Verlobungsring. Wer, hast du den geschrottet? Der lag vorhin noch da drin. Hey, bist du dumm? Eigentlich wollte ich jetzt darauf hinweisen, dass der da drin liegt. Ja, okay. Hast du den geschrottet? Ich dachte, du hast ihn durch den Häcksler geschoben, Alter. Er würde genauso wieder rauskommen, genauso wie der Spielzeug-Teddybär. Das hast du ausprobiert? Mit dem Ring? Nein, hab ich nicht. Okay. Ich schwör's, ich hab's nicht ausprobiert. Ich nehm den nur ab, wenn ich zu der Händlerin rüberfahre. Keine Sorge. Okay. Das hat er verdächtig gelassen genommen jetzt. Ja, ich weiß ja schon von eurem komischen... Ja. Ich will's nicht aussprechen, das zerbricht mein Herz. Gibst du den großen Tank jetzt eigentlich? Was für einen großen Tank? Der zum Tauchen. Soll ich den machen? Ja, weiß ich nicht. Wer macht den jetzt? Ich war jetzt gerade... ja, gut, ich mach welchen. Alles gut. Ich check nur kurz diesen elektrolytischen Ofen noch ab, okay? Mhm. Umwandlung von Anatase, Quarz und anderen Materialien in verwendbare Industrie. Boah, da brauche ich 100.000. Okay, scheiß auf den erstmal. Ja, der Tank. Was haben wir denn? Wir haben die kleine Atemluftflasche, gell? Ja. Das bedeutet, wir brauchen, da wir dreimal die kleine Atemluftflasche brauchen, braucht jeder 6 von uns. Also muss ich noch 4 von denen machen. Und dafür brauchen wir 2 von den Handgefertigten. Das heißt, ich muss 8 von den Handgefertigten machen. Alles klar. Das wird sich nicht rausgehen, Freunde. Geile Deko. Mich wurmt es trotzdem, dass ich immer noch keine Glaswand habe. Mhm. Ja, nicht, ist so. Okay, Floki, es geht sich raus. Was? Also, wir kriegen das hin. Wir haben jetzt dann gleich dicke, fette Atemluftflaschen. Boah, das wäre geil. Okay, pass auf, für die Kleine brauche ich wieder Komponenten. Weil ich bin halt die ganze Zeit am Sammeln, ne? Und die geht echt schnell weg. Also, die ist schon eine gute Hilfe, aber könnte natürlich besser sein. Ja, ja, voll. Ich finde jetzt auch nicht so überragend. Ja, aber im Gegensatz zur ersten ist das schon... Oh, muss in die andere Richtung. Ist das schon eine Ansage? Ja, natürlich ist es besser, aber im Großen und Ganzen
Vor allem heißt die, die wir haben, das ist ja die kleine. Und ja, dann haben wir jetzt die große. Also rein theoretisch ist da noch eine Stufe dazwischen. Das ist mega. Bin gespannt. Meinst du, dass da noch was kommt? Nee, rein theoretisch müssten wir jetzt erstmal die mittlere haben. Aber den mittleren Teil haben wir direkt übersprungen. Wir sind von der kleinen zur großen. Das heißt, die dürfte jetzt dreimal so viel Tank haben wie die kleine. Also wenn du geisteskrank neugierig bist, dann kannst du auch einfach... Ach, dafür brauchen wir die Dinger. Dann kannst du auch einfach in die Blaupausen gucken. Ob da noch eine fehlt. Suchst du gerade? Ja, ich habe meine Glaswand gefunden. Oh, was ist das denn hier? Wandsperre. Kann an Wänden angebracht werden und fügt Feinden bei Kontakt Schaden zu. Das ist ja mega. Das müssen wir finden. Was ist das denn hier? Oh, da draußen schießt wieder einer durch die Gegend. AK Hightech-Empfänger. AK außer Kontrolle, Bruder. Okay, was brauche ich dafür? Wir brauchen... Okay, das wird vermutlich nichts. Okay, wir haben genug Gummi. Wir brauchen moderne Teile. Oh doch, das könnte sich sogar raus. Ja, doch, das geht sich schon raus. Hey. Ja, bitte. Du verarbeitest gerade unser Holz weiter, oder? Nicht ganz, also nicht komplett. Okay. Jo, dann mache ich mal mehr davon, weniger davon. Schwupps, dich brauche ich. Du kommst hier rein. Und Komponenten. Was brauchen wir dafür noch? Stahl. Okay. Okay, es wird sich nicht rausgehen. Ja, wobei. Doch, warte. Wenn ich das weiterverarbeite, vielleicht schon. Boah, gerade echt schwer zu sagen, ob es reicht oder nicht. Du machst das schon, ich vertraue dir. Mhm. Danke, Floki. Nein, komm, mach doch einfach. Magst du mir deinen Tank schon mal geben? Nicht machen. Ist sie gerade eh leer? Brauchst du den voll oder ist das vollkommen egal? Ja, mach ihn voll. Mann. Okay. Ruhig dich mal. Ja, du kannst dich schon mal nützlich machen, Floki. So ist es nicht, ne? Also du hast hier nicht alles nachtragen lassen. Manchmal würde ich dich gerne schlagen. Du kannst mich virtuell schlagen. Ja, geht ja nicht. Bist ja aus, PvP. Du bist nur jetzt. Oder du sagst so Sachen wie, ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht. Ja, so weit ist es ja noch nicht. Nicht? Nee. Yeah. Und dann hält sich's ja eh noch in Rahmen. Dann hab ich ja noch Spielraum. Ja, das würden wir wohl nicht sagen dürfen. Ich hab dann auch eine kleine Atemluftflasche vor deine Füße geschmissen. Ehre. Ehrenlos. Hey, wo ist die jetzt hin? Ach, hier. Ehrenlos. Ehrenlos. Okay.
Hast du dich gerade im Beatboxen probiert oder was war das? Nein, es war ein spontaner Luft-Ein- und Ausatmer, der dann zu einem Pups geworden ist. Zu einem Pups? Ja. Ehre. Weiß ich nicht, ich hatte gerade einen Anfall, keine Ahnung. Ein spontaner Anfall von Luftpupsen. Luftpupsen, ja, wer kennt's nicht, Bruder? Okay. Jetzt habe ich zumindest die modernen Teile gleich. Ist das dann Modern Tiling? Manchmal würde ich das Spiel gerne einfach liefen. Ja, so lustig war das jetzt aber auch nicht, ne? Das war schon ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht. So, jetzt schmelzt mir wieder Eisen ein, Mäus. Wo ist hier? Wurst. Wurst. Wurst hier. Sehr schön. Also, wir haben... Jetzt fehlen nur noch... Ah ja. Oh, es geht sich ums Verrecken nicht raus, oder wie? No way. Oh, shit. Was denn? Ja, es geht sich halt gerade so nicht raus. Inwiefern was denn? Was mit dem Metall? Eine Waage, die kann ich noch rüberbauen in die Küche. Der Typ ist echt nicht mehr zu retten. Warum? Man wird es da wohl noch schön haben dürfen. Schön haben dürfen. Oh, die ist aber auch groß. Ajo. Ajoli. Okay. Das hau ich mir dann direkt rein in den Kopf. Hm. Ich glaube, ich weiß nicht, wie lange nehmen wir heute auf, Digga? Keine Ahnung. Mir ist egal. Mir ist auch egal, aber ich brauche danach kurz mal eine Trinkpause. Kann man machen. Wir sind jetzt ja doch schon wieder 2,5 Stunden hier, ne? Mhm. Oho. This is my shit. All the girls wanna be like this. War das so einer von diesen magischen Momenten? Ja. Yeah. Cringe. Fuck. Cringe. Hast du auch so ein bisschen dazu getanzt? Nee, ich bin da langweilig. Okay. Ich stehe dazu. Ja, Ehre. Einer muss ja dazu stehen. Macht ja sonst keiner. Eben. Okay. Okay, dokay. Floki. Ja. Ja, bitte. There you go. There she goes. Was? Komm her. Ja. Bin da. There you go. Oh. Au. Geil. Dann bin ich ja gespannt, wenn ich gleich wenn ich am nächsten Tag tauchen gehe. Ach nee, ist es schon um 5. Ah ja, wenn ich gleich tauchen gehe, kann ich ja fast schon loslegen. Pornös. Ja, kannst du direkt reinstarten, mein Lieber. Direkt ins Gesicht. Direkt in die Fresse rein. Glas. Wieder Benzin, Alter. Was ist denn das? Ach so, das ist das Schweißgerät.
Okay, dann brauchen wir hier wieder Benzin drinne. Wo sind... Oh, bist du wieder Disconnect oder warum stehst du hier nur so dumm rum? Ansprache von Odin, wenn er Chef wäre. Hast du wieder Disconnect? Oh, stehst hier so dumm rum, sollst arbeiten. Ich wäre so ein geiler Chef, Alter. Stell dir vor, jemand arbeitet so in deinem Betrieb und du sagst zu dem, hast du schon wieder ein Disconnect? So, zu dem. Heute wollen ja sowieso alle Creator werden. So. Und hast du schon wieder Disconnect oder warum stehst du so dumm rum? Bist du schon wieder AFK? Ja, ja, Brain AFK, Digga. Er geht dann heim und heult. So, packt's gar nicht. Cringe. Oh, schön, dass du dich darum kümmerst, dass der Fisch gebraten wird. Oh, nice. Ja, ich hab grad was runtergenommen. Stimmt gar nicht, du lügst. Wo ist denn... Ich hab den vorhin gegessen. Vor 3 Minuten habe ich gerade einen Fisch gegessen. Den ich da hochgelegt habe. Elektronische Teile. Boah, aber das Benzinkochen, das kostet Geld, mein Lieber. Ich glaube, es würde sich da auf kurz oder lang mehr lohnen, wenn wir aus dem Benzin Kokain machen würden. Klingt stabil. Den können wir auch über Hamburg einschiffen. Ja, das lohnt sich. Dann machen wir einen Vertrag mit der Hamburger Polizei, ne? Einmal im Jahr machen sie eine Schlagzeile. Oh, wir haben wieder 5 Gramm gefunden. Dann ist wieder alles gut. Ja, klingt doch stabil. Was? Was? Wer hat das gesagt? Was? Darf er das? Darf er das? Gumm. Da erkläre ich dir jetzt nicht, wofür man den braucht. Warum nicht? Ach, ich will das nicht. Ich kann das nicht. Sag mal, können wir wenigstens den komischen Eimer recyceln? Den braucht doch kein Mensch mehr. Was für ein Eimer? Hallo? Welcher Eimer? Ja, halt den zum Wasserschöpfen, beruhig dich. Ach so, okay. Ich hab hier wieder Angst um seine... War wohl noch haben dürfen. Wieder Angst um seine scheiß Deko hat, Alter. Ja, hab ich. Ja, das ist so ein Otto. Weil du all meine Deko einmal verkauft hast. Erinnerst du dich? Nein, ist nie passiert. Naja. Oh, Bruder Floki, ey, schwitzt du auch so? Ich bin Bruder Floki. Bruder Floki, schläfst du noch? Oder bist du schon wieder AFK? Find's doch heraus, du Stück Scheiße. Du kannst mich auch einfach Odin nennen. Oder in deinem Fall sogar Axel. Nee. Nee. Den Gefallen tue ich dir nicht. Ab jetzt sind wir per Sie. Per Sie. So. Ab jetzt sind wir Persil. Persil? Oder Perser? Hoffentlich nicht Perverser. Floki, nicht so viel von dem Holz wegballern. Bitte. Okay. Bitte, bitte. Achso, bitte, ich wollte los. Tschüss. Ja. Was denn? Holz, bitte. Ja, warte, hier, ich hab dir 50 Holz da, bitteschön. Geil. Weil ich muss diese komischen Schmelzen immer im Betrieb halten, weißt du? Schmiech mal schmelzen. Schmiech mal schmelze, du. So, ich möchte heute jetzt, in meinem Schuh. Oh ja. Das tut man sehr gerne im Sommer. Voll. So. Scheiß Angelköder. Was machen wir mit denen jetzt? Hast du die ganzen Krabben gefressen? 2 gegessen. Die Angelköder, ja, pack die mir unten hin. Ich schau mal, ob ich die an die
an die Gude verkaufen kann. Ja, ja, verkaufen. Ich kenne euer Handeln. Ist schon ganz schön eifersüchtig. Ach so, ich bin eifersüchtig. Oh, es geht wieder los. Und es geht schon wieder los. Du brichst mir mein Herz und ich spüre den Schmerz, aber nur im März. Hört auf, Löcher in mein Schiff zu ballern. Ich lache jedes Mal, wenn du das sagst. Ja, er ist auch immer wieder gut. Hier ist eine Möwe durch unser Haus geflogen. Ja, besser eine Möwe als ein Flugzeug, nicht? Weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ist das schon Toxic Positivity? Ja, ich glaube schon. Er ist zählt dazu. Oh Gott, Alter, ich schwitze diese Maus voll. Das ist eklig. Irgendwann hast du so Salzabdrücke, weißt du? Boah, i. Oha, hier sind voll viele unten. Also hier muss ich auf jeden Fall Fallen hinbauen. Unbedingt. Mann, ich wollte jetzt sammeln gehen und nicht ballern. Stört dich das, dass ich das gerade so ein bisschen dir überlasse? Ja. Weil ich gerade selber noch Gummi eingeordnet habe. Hey, weißt du, an wen du mich erinnerst, Flo hier? An mich? Du bist so blöd. An Sean Bean. Kennst du Sean Bean? Nein, ich kenne Mr. Bean. Da kennst du Sean Bean wirklich nicht? Nee, sagt mir gerade nichts. Das ist der Boromir-Darsteller. Ah ja, okay. Ja. Ihr habt viel gemeinsam. Aha, zum Beispiel. Oh nein! Ihr sterbt die ganze Zeit. Ja, okay. Fair. Ah, ich bin tot. Oh, Mann. Was soll ich dazu sagen, Digga? Hast du mir die Schrotflinte gebaut? Nee, noch nicht. Ich bin gerade dabei. Sorry, Bloki, dass ich gerade ungefähr Stunden damit verbracht habe, dir deinen scheiß Lufttank zu bauen. Fair. Das war zu einfach. Fang jetzt mit mir zu diskutieren an, du Blödsack. Warum? Keine Ahnung. Oh, joi. Oh, Junge. Oh, Pluto, Junge. Zurück zum Mungi, ne? Ja, okay, ich bequem mich mal zu dir. Let's go. Was ist hier los? Oh, wir haben Gegner im Vorgarten, Freunde. Oh, Mann, ich sehe die nicht im Busch. Ich bin tot. Dann solltest du dich mal rasieren. Haha. Oida, die machen... Oida, diese Schrotflinten machen vielleicht Damage, du? Na, ich bin eher so der 70er-Jahre-Typ. So ein bisschen Hippie. If you're going to San Francisco. Ganz genau. There you will see a lot of bushes. And then comes the key. Was? Golden Shower. Boah, ich messer die jetzt weg. Ich habe keine Geduld in diesem Scheißspiel. Entschuldigung. Wirklich, dafür entschuldigst du dich jetzt? Ja, ich bin tot. Ich hab... Ich bist du allein bei dem Angriff jetzt gestorben. Dreimal. Dreimal. Ja, ich hab keine Muni mehr. Was soll ich denn machen? Ich kann nur reinmessern. Und die ballern mich weg mit ihren Schrotflinten. Was soll ich tun? Da ist schon wieder eine Schrotflinte. Was ist mit deinen Fallen hier? Ja, die lösen dich aus, die Pimmel. Pass auf, hier links stehen die direkt.
Ja, und rechts, by the way, auch. Wieder tot. Oi, da machen die Damage. Ja, eben, sag ich doch. Sei bloß vorsichtig, Alter. Die Schrotflinten, wir brauchen unbedingt Schrotflinten. Also ich brauche unbedingt. Oh Mann, oh. Boah, die machen geisteskrank Damage. Ja, machen sie, machen sie. Okay. Ich brauch mein Teil. Achso. Komm her jetzt, Mann! Jetzt renn doch nicht weg! Ich bin tot! Ah! Jetzt zieht sie alle Seiten auf. Ja. Ich pack eine alte Bekannte aus. Sag mal, Freunde, was soll denn das jetzt? Was meint ihr denn mit eurer Scheißerei hier zu erreichen? Ich verblute. Verbannt. Ja, nee, lohnt sich nicht mehr. Ich mach mit der Perkussionspistole einfach mehr Damage. Ich lauf jetzt rein, bin eh tot. Ich lauf immer durch die falsche Tür raus. Was ist denn die falsche Tür? Die Balkontür. Boah, Digga, wir sind bei 32 Minuten. Ja, wir müssen hier. Oh Gott, das sind hier viele. Alter, ich komm da nicht durch. Da liegt mein Beutel, ich hab nichts. Sollen wir kurz oben abmoderieren? Können wir machen. Und direkt weiter. Können wir machen, tun. Gut, dann meine Lieben, nächste Folge wehren wir uns gegen den Angriff und hoffentlich haben wir danach mal kurz Pause. Haut rein. Jawohl. Tschüss. Danke, dass du hier warst. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, dass uns die digitale Welt zerreißt, sie uns reinsaugt, uns aufnimmt und paralysiert, bis wir wieder lost sind und sie uns isoliert.